So, der Drache ist tot und wir schauen jetzt mal nach, was da oben jetzt noch alles liegen tut. Aber ich glaube, irgendwo gab es da auch einen Weg hier hoch. Also zumindest habe ich das hier sehen. Ja, ich bin mal wieder sehr beliebt. Und solche, guck mal da, noch mehr. Und solche Simsi-Dinge und Mails kommen immer dann, wenn ich aufnehme, wenn ich eigentlich nicht gestört werden will und ich eigentlich immer das so mache, dass das alles auf lautlos gestellt ist, damit ich nicht wie... Das gefällt mir nicht. Wieso? Was gefällt dir nicht? Ich gebe euch Deckung. Ja, das hoffe ich doch. Du Draven, du. Jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, wir sollten... Wir gucken jetzt gleich mal nach unserer Tragelast und dann sollten wir mal zu unserem Häuslein uns teleportieren und ein bisschen unser ganzes Eisen loswerden. Vielleicht noch so ein bisschen unsere ganzen Blumen. Das können wir ja mal in einer späteren Folge. Ja, ich weiß, da ist. Wir hören es doch schon. Ups. Draven, jetzt bin ich dir mit meinem, ne? Uterus tatsächlich ins Gesicht gelaufen. So, was werden wir jetzt hier für eine Fähigkeit? Wortermacht gelernt. Frost. Frostatem. Naja, da gucken wir mal. So. Finden wir das? Wo finden wir das? Ich glaube, das war hier, ne? Ah, da. Konnte man das nicht irgendwo? Ich habe das doch gesehen, dass man, aktivieren. Okay, das kann man. Das muss man also erst aktivieren. Okay. Sowas. Dein Atem ist Winter. Dein Turm um ein Schneesturm. Okay, Eiswurm, dein Turm friert die Gegner komplett ein. Das hört sich doch nicht schlecht an. Das aktivieren wir jetzt mal, falls wir das irgendwie hinkriegen. Drachenseele benutzen. Ich weiß nicht. Oh, wir haben zwei Drachenseelen, dann können wir das ja benutzen. Oakley-Dokley. Bei den Frostatmen. Nö, nicht unbedingt, aber das würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Warte mal. Geht ihr voran? Ah, okay. Und konnte man die nicht auch noch irgendwie, nee, also die, ach, die, man brauchte die Drachenseelen, um diese Worte erst zu aktivieren. Man konnte die aber, glaube ich, schreibt mir mal hier unter diesem Video, ob man die Drachenseelen nur zum Aktivieren braucht oder ob man die zum Beispiel auch noch mit Drachenseelen irgendwie noch aufwerten kann. Also, zweite Wort ist ja hier irgendwie Gleichgewicht. Deine Stimme ist eine ungezügelte Energie und stößt alles und jeden, der sich in den Weg befindet, weg. Ja, ist ja schön und gut, aber was hat das jetzt hier mit dem ersten, zweiten und dritten Wort zu tun? Ja, also. Ja. Das könnt ihr mir mal bitte hier unterschreiben, das weiß ich nämlich noch nicht. Aber irgendwo muss doch hier noch ein wenig was rumliegen. Also so eine fette Truhe oder so. Ist doch bis jetzt immer gewesen. Da ist sie. Die Truhe, die ich gesucht hatte. Die super Truhe. Oh, guck mal hier. Verzauberung kosten 12% weniger Magicka. Magicka regeneriert sich 50% schneller. Das ist schon ziemlich geil. Das werden wir definitiv, falls wir das noch nicht wissen, entwerten. Und die Elfenhandschuhe, nee, die brauche ich nicht. Also doll war nicht. M muss ich ja leider mal sagen. Ich hätte jetzt mal ganz kurz nach meiner Tragetafel. Oh, 242 und 345.
Da können wir ja noch locker hier halb Skyrim aufnehmen. Hust, hust. Nee, aber mal im Ernst. Wenn ich jetzt mal hier runter. Wir müssen ja jetzt hier eh irgendwo so lang. Dann können wir ja hier auch so ein bisschen lang. Anstatt immer den Krimskramsweg zu nehmen. Ja, ich habe jetzt hier mich mal, Dwarven? Ah, das ist immer so bescheiden schön, Junge, wenn du jetzt hier irgendwelche Abkürzungen nimmst, das schaffen die hier Follower ja nicht immer. Aber sie laufen einen ja immer Tromoy hinterher. Ich habe jetzt mich... Okidokili. Yeah! Das ist cool! Das ist cool, das ist richtig cool. Ne, das brauchen wir nicht, das ist ja... ja sowieso nichts Dickes hier. Okay, ist hier noch mehr? Hört sich nicht... oh ne, das hat schon aufgehört. So. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Was hast du hier für eine Sauerei gemacht? Das glaub ich doch wohl jetzt nicht. Das ist ja voll der Wahnsinn. Ich bin hier voll auf dem Ärztetrip. Da di da di da di da di. Da di da di da da di da da da. Ja, ja, keine Ahnung, wieso ich das Lied gerade so, ich wollte gerade sagen, so irgendwie habe. Das wäre mal ja wieder ein Fehler gewesen. Das wäre ein epic Fail wieder. Immer noch wieder ein Riesen. Hello, my friend. Huhu. Ich gehe hier mal nur so lang, ne? Also musst mir nicht folgen oder so. Weil, wenn du zu nahe kommst, dann bist du... Wiss? Das war doch jetzt hier irgendwo ein Bär, oder? Alter Schwede. Ich höre einen Bär, Alter. Mach mich hier ganz nagisch, Alter. Ich mach mich hier alle so richtig nagisch. Ich würde hier wieder wachsen. Blumen! Blumen, Blumen, Blumen. Hier. Gott im Himmel, da oben auch noch. Blumen! Irgendwelches Gestrüpp. So. Ja. Ich glaube, ja, jetzt kommen wir halt Winterfeste da hinten von der anderen Seite mal heran. Hier gibt es noch irgendwo eine Hütte. Irgendwo gibt es hier eine Hütte. Oh, da oben. Da oben ist eine Hütte. Achso, was ich noch erzählen wollte. Oh, ich komme wieder immer durcheinander. Denn vergesse ich immer, was ich sagen wollte und dann seid ihr mir immer wieder voll böse. Ja, ich habe eine andere EMB jetzt genommen. Und zwar die Project EMB. Ich fand die ganz cool. Künstlein entdeckt. Ja, May. Hallo, my friend. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie, aber lass die Häuser hier bitte stehen. Klar doch. Vogel. Sehr toll. Schönes Time. Gibt's da oben noch eine Schmeide? Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ah, guck mal. Wie ist das eigentlich benehmen? Was gibt's denn? Das würde ich auch stehlen. Aber wir könnten hier mal schnell, ein bisschen schmelzen. Ein bisschen Zeit haben. So. Ja, die Project AMB fand ich ganz schön. Wie gesagt, wieder auf Skyrim Nexus gefunden. Und ich hatte eigentlich immer die aktuellste Version von dem AMB von diesem Russen hier immer drauf. Der war ja irgendwie schon... Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja. Quatsch, wie ich nicht wollte. So, und
Da hatte ich ja im Grunde immer die aktuellste Version drauf. Das war irgendwie jetzt bei 1.6.6 oder so. Und irgendwie habe ich mitbekommen, ist zwar immer schön, wenn ich immer up-to-date sein will, nur für die einzelnen ENBs ist das denn irgendwie nicht so toll, weil die damit irgendwie, ja, wir kommen die damit nicht richtig zurecht oder so. Ups, ups. Auf jeden Fall hatte ich dann ab und an mal ein paar Grafikbugs. Und hatte ich das hier eigentlich auch schon? Big Faces. Also schon so lang. Was? Brandy Krug Hall Dorf entdeckt. Ich glaube, der Sound ist hier von dem Typen, ne? Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Raven! Raven, hast du mich schon gefunden? Ah! Hallo, Raven! In the world of Raven! Ein bisschen Meat. Ja, und ich habe mich jetzt, wie gesagt, für diese 119er Version oder so auch dann entschieden. Und habe Platt mitbekommen. Es ist auf einmal doch schon ein bisschen was anderes und es funktioniert. Außer, dass ich da hinten schon wieder diese komischen Fragmente habe. Seht ihr das? Ach, jetzt ist es weg. Wenn ich jetzt weiter weg bin, dann ist es wieder da. Nee, hat es, glaube ich, gerade nicht richtig geladen gehabt. Hallo, okay. Ja, und ich weiß nicht, wieso man immer diese uralten Dinger nutzen muss. Aber es läuft denn und sieht dann auch besser aus. Also, gemacht, getan. Und perfekt. Die Grafikfehler sind dann auch verschwunden. Drolligerweise. So. Ja, mich würde auch mal interessieren, wie ihr so die ENB findet. Habt ihr vielleicht eine ENB, die ihr vielleicht meint, hey, wisst ihr sogar, probier doch mal die. Schreibt mir das einfach mal in den Kommentaren. Ich werde mal schauen, was ich mache. Ja, wie auch weiterhin, werde ich erstmal das Spiel dann auch in 720, weil 1080p Full HD saugt dann doch ein bisschen zu sehr meine Grafikpower. Dafür ist meine Grafikkarte dann leider dann doch nicht ganz ausgerüstet. Es werden natürlich jetzt gleich wieder schreien, ja, was hast du denn paar eine? Das ist die Nvidia TI 550 mit 1 GB RAM. Sie läuft problemlos, richtig gut. Ich habe hier auch alles schön hochgeschraubt. Nur, ich kann es auch spielen auf Full HD. Nur aufnehmen dann noch mit Fraps. Was ja eh schon mir meine Frameszahlen auf 20, 25 ziehen tut. Wenn vielleicht noch ein paar mehrere da sind, noch weiter runter. Dann wird das erst rechnen. So. Und da haben wir ihn. Und? Grelot die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Sie ist tot, my friend. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Abgeschlossen. Verlorene Unschuld. Ja, Artinius Familienerbstück dazu bekommen. Wenn ich groß bin, werde ich Meuchelmörder. So kann ich vielen Kindern helfen, so wie ihr. Okay. Ja. Jetzt, du willst Meuchelmörder werden? Warte mal ganz kurz, was hat er mir denn jetzt hier gegeben? Was ist denn das? Oh, 100. Ob ich das jetzt gebraucht habe? Tunist, ja? Heiltrank, ja. So, müssten auch gleich mal kicken, was wir denn jetzt noch so machen. So, habe ich es schon erwähnt? So, ja.
Wir wollten ja eigentlich noch schnell zu uns nach Hause, um ein bisschen Smeedy Smeedy hier und da, Smeedy Smeedy dort und da. Aber wenn mich nicht alles irrt, ist hier auch ein paar... Oh, was ist denn hier los? Halt! Bleibt zurück! Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Schon wieder ein Mädchen tot. Das ist Susanna aus Haus Kerzenschein. Okay. Hat mir erst vor ein paar Tagen ein Getränk serviert. Aber gekannt habe ich sie eigentlich nicht. Okay. Noch eine? Ist das schon mal vorgekommen? Susanna ist die dritte. Es ist immer dasselbe. Junges Mädchen, nachts ermordet, Körper zerstückelt. Oh mein Gott. Werden die Morde untersucht? Durch den Krieg haben wir sowieso schon zu wenig Personal. Niemand kann Zeit dafür erübrigen. Nicht schön, aber so ist es nun mal. Braucht ihr etwa Hilfe? Wenn ihr helfen wollt, fragt ein paar der Gaffer, ob sie etwas Brauchbares gesehen haben. Ich werde die Leiche untersuchen, bevor sich die Ratten darüber hermachen. Okay. Drüben in Rifton. Es ist immer traurig, wenn jemand sterben muss. Die ein Waisenhaus geleitet hat. Das muss diesen armen Kindern das Herz gebrochen haben. Da haben sie schon drüber berichtet, dass wir die Alte umgenäht haben. Habt ihr was gesehen? Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jemanden davonlaufen sehen. Aber ich konnte ihn nicht richtig erkennen. Okay. Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten der Nord. Nicht für eure unheilvollen Experimente. Ach, nun sei doch mal ruhig. Schon wieder jemand. Schrecklich. Da führen wir wohl nichts Gutes im Schilde, so, nicht wahr? Wir doch nicht. Ich werde es euch beibringen. Ich danke dir. Aber es wird euch etwas kosten. Ich weiß. Oh! Perfekt. Wir sind aufgestiegen. Was werden wir denn gleich mal machen? Taschendiebstahl verbessert auf 25. Taschendiebstahl verbessert auf 26. Nochmal? Nö. Habt ihr was gesehen? Ich habe einen Schrei gehört und bin sofort hierher gerannt. Aber sie war bereits in diesem Zustand, als ich hier ankam. Okay. Es ist immer traurig, wenn jemand sterben muss. Oh, das ist aber Sinn und Sache. Ihr passt doch auf euch auf, ach, oder? Ja, klar. Sprechen wir nicht an. Es ist eine Schande. Habt ihr was gesehen? Nein. Tut mir leid. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr Geldbeutel noch intakt war. Okay. Wer das auch getan hat, hatte es also nicht auf ihr Gold abgesehen. Ich werde die Leiche weiter präparieren, wenn es euch recht ist. Okay. Jenseits des Flusses im Nordosten liegt das Ingol-Hügelgrab. Bleibt weg von diesem verfluchten Ort, wenn ihr nicht in die Familie der lebenden Toten aufgenommen werden wollt. Okay, Karte wurde aktualisiert. Danke, mein Freund. Ärger oder so? Ich habe mit den Zeugen gesprochen. Wie immer, niemand hat etwas Brauchbares gesehen. Der Dreckskerl ist schon wieder entkommen. Es könnte mehr dahinter stecken. Lasst mich euch helfen. Hört zu, wenn ihr glaubt, ihr könnt das besser als die vielen Wachtposten, dann nur zu. Aber ihr müsst erst mit Yorlife reden. Wir können nicht jeden herumlaufen und behaupten lassen, er sei in offizieller Funktion unterwegs. Wenn er damit einverstanden ist, reden wir darüber. Oakley Dokley, würde ich dann mal sagen. Und, ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Nichts Gutes. Ist Tuum eine Fertigkeit wie jede andere? Nein, ist sie nicht. Und von daher werden wir uns jetzt unseren Auftrag holen, dass wir den Mord an der kleinen süßen Butchi Butchi Hutschi Dutschi aufklären dürfen. Werden wir jetzt tun. Fisch.